Krebs und teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Um wie viele Menschen geht es denn eigentlich? Circa 20% aller Berufstätigen sind im Laufe ihres Lebens einmal betroffen. Es hat also eine hohe gesellschaftliche Relevanz und Erwerbsminderungsrente. Und Krebserkrankung heißt nicht automatisch, dass man eine Erwerbsminderungsrente bekommt. Welche Krebsarten kennen wir? Brustkrebs ist sehr häufig mit 30% betroffener Frauen. Es gibt gute Chancen auf Heilung. Achtung, Früherkennung. Prostata. Die Männer mit 25% dabei. Auch hier gute Chancen. Früherkennung, Männer. Wir haben die Lunge. Kommt häufig aus dem Gewebe heraus. Wichtig nach OP, Strahlen, Chemotherapie erleben wir dennoch kuriose Befristungen, obwohl es da eine schwierige Prognose gibt. Der Darm. Da ist der Enddarm besonders betroffen. Es wachsen Polypen. Die werden in der Früherkennung erkannt, abgetragen und die Entartung vermieden. Dann, nach der Therapie. Viele Patienten entwickeln ein Erschöpfungssyndrom, ein chronisches Fatigue-Syndrom, spezifisch bei Krebs, haben Sie schon gehört. Der Trend der deutschen Rentenversicherung, aber auch der Gesellschaften ist oft, dass diese Multisystemerkrankungen mit der Erschöpfung psychiatrisiert werden. Ja, die DRV zweifelt also an. Ja, wie kommen Sie nun zu Ihrem Recht? Wie kommen Sie nun zu Ihrer Rente, zu Ihrer finanziellen Absicherung? Denn Reha, hui, sind Sie wieder arbeitsfähig nach 3, 6 Wochen? Die Betroffenen wissen, das ist nicht so. Oft hat man Therapieschäden, oft kommt seelische Belastung hinzu, man hat Zukunftsangst, Krankheitsangst, rutscht in eine Depression hinein. Schwierig. Die Rentenanträge nach einem Reha-Aufenthalt werden oft abgelehnt. Deutsche Rentenversicherung behauptet schlichtweg, die Erwerbsminderung besteht nur mal kurz während der Erkrankung, während der Therapie. Da ist man mit Krankengeld abgesichert, nicht ihre Zuständigkeit. Fertig. Dem treten wir entgegen. Denn im Erwerbsminderungsrentenantrag muss medizinisch und ganz klar begründet werden, wo die verschiedenen Leistungsminderungen sich summieren. Wir helfen bei der Kommentierung der Befundberichte mit unserem Coaching-Programm für angesetzte Gutachten gegebenenfalls, begründen nach Aktenlage den Widerspruch sehr umfänglich oder tragen auch vor dem Sozialgericht vor. Wir reagieren immer schnell, helfen bei der Durchsetzung Ihrer Rechtsansprüche auf Ihre gesetzliche Rente. Wenn Sie hierzu mehr wissen wollen, zur finanziellen Absicherung bei einer Krebserkrankung, wenden Sie sich an mich mit einer Mail unter Anfrage @rentenbescheid24.de oder besuchen Sie unser Portal rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Vielen Dank, dass Sie sich bei uns informieren. Ich wünsche in dieser Herzensangelegenheit Krebserkrankung Ihnen beste Gesundheit. Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de.